Knapp 170.000 Wohnungseinbrüche registrierte die Polizei im vergangenen Jahr. Ein Gesamtschaden von über einer halben Milliarde Euro. Um fette Beute geht es auch bei Kommissar Markus Fricke und Oberkommissarin Sarah Freitag. Die 1325 von Ihnen. 1325 hört. Auf der Grünstraße 34, Anwohner Herr Meier, melden Einbruch. Täter ist nur vor Ort, Sonderrechte frei. Das haben wir aufgenommen. Trotz ihrer Erfahrung sind die Streifenpolizisten angespannt. Der Anrufer konnte als Nachbar einen verdächtigen Mann beobachten. Der war kräftig gebaut, maskiert und hielt sich vor der betreffenden Wohnung auf. Darin lebt eine alleinstehende junge Frau, die zu diesem Zeitpunkt zu Hause war. Tag, Frank Meier, mein Name. Ich habe Sie angerufen. Ich habe durch einen Haustürspion habe ich gesehen, dass ein Mann bei meiner Nachbarin an der Tür stand. Ja. Der könnte auch ihr Freund gewesen sein. Da bin ich noch mal zurück, bin, hat die Haustür verlassen. Und habe ich gesehen, dass das die denn? Rechts, wenn sie reingehen, rechts, da stand die Tür offen. Und sie ist immer sehr vorsichtig. Die Tür ist noch offen. Gehen Sie mal schneller rein. Da ist noch ein Mann drin, oder wie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Bleiben Sie hier stehen, bitte. Oh, hallo, hier ist die Polizei. Ist hier jemand drin? Hey, bleib hier mal stehen. Hey. So, komm mal her. Komm. Was macht ihr hier? Wo gehört ihr hin? Das glaube ich wohl nicht. Mal, was ist los hier? Die Tür stand auf. Ihr seid Kinder, Alter. Wie, die Tür stand auf? Ja, die Tür stand auf. Und das Fenster auch, oder was? Wolltet ihr durchlüften? Egon für 1325. Ihr bleibt jetzt mal eben hier. Nein. Nicht zucken. Warte mal, ich höre noch was. Sarah Freitag hört von irgendwoher dumpfe Hilfeschreie. Sie kommen aus dem Schlafzimmer, doch das ist verschlossen. Die Beamtin fackelt nicht lange und bricht die Tür auf. Ach du meine Güte, was ist Ihnen denn passiert? Was ist passiert? Es war mein Mann in meiner Wohnung und er hat mir einen stinkenden Lappen vors Gesicht gehalten und ich weiß da nichts. Sie haben keinen Alkohol oder so getrunken? Nein, hab ich nicht. Können Sie aufstehen? Sind Sie irgendwo noch verletzt? Haben Sie Schmerzen? Nein, ist nur ganz usselig. Ein Nachbar hatte uns gerufen, weil Ihre Haustür, Ihre Wohnungstür offen stand. Ja, wir haben hier zwei kleine Jungs angetroffen. Nein, wissen Sie was von denen? Nein, hier war ein Mann drin. Den hatte ich gehört und der hat mich überrumpelt und der hatte eine Maske im Gesicht. Wollen wir mal eben versuchen, dass Sie einmal aufstehen, dass ich einmal gucken kann, ob sonst alles in Ordnung ist? Also, Ihnen hat jemand einen Lappen ins Gesicht gehalten. Setzen Sie sich doch mal eben aufs Bett. Ja? Der Täter hat Sie mit irgendeiner uns noch nicht bekannten Substanz betäubt. Die Beweissicherung in diesem Fall wird ärztlich durchgeführt. Der Arzt wird Abstriche im Gesicht machen. Es gibt viele chemische und biologische Substanzen, die in Frage kommen können, die der Täter benutzt haben kann. Die werden im Blut festgestellt oder sind vielleicht auch noch als Anhaftung auf der Haut feststellbar. Aber Sie sagen Bescheid, wenn Sie sich übergeben müssen. Ja, sag ich. Wie gesagt, wir haben hier zwei Jungs in Ihrer Wohnung angetroffen. Ja. Gehören die zu Ihnen? Nein. Sind nicht Ihre Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ich bin alleine. Marie, alles okay? Ja, also ich habe hier, pass auf, das ist mein Kollege. Hallo. Dem muss ich das mal eben kurz erklären. Die 1325 von Ihnen. Die Dame war hier eingeschlossen. Warte kurz. 1325 hört. Verstärkung ist vor Ort. Ja, dann warte draußen, dann komme ich gleich mit den Jungs raus. Also, pass auf. So, sie sagt, sie hat keine Kinder, die Jungs gehören auch nicht zu ihr. Und sie ist wohl überfallen worden von einem Mann. Sie konnte noch nichts weiter zu dem Mann sagen. Der hat ihr nur sofort etwas ins Gesicht gehalten. Und dann ist sie anscheinend ohnmächtig geworden. Ja. Sie hat anscheinend irgendeine Art Gift oder irgendwas bekommen. Brauchst du einen Arzt? Soll ich einen RTW rufen? Ja, das kläre ich jetzt gerade. Ja. Bei den beiden Jungs würdest du die gleich an die Kräfte, die noch eintreffen, übergeben, dass wir die erstmal mitnehmen zur Wache. Die Jungs sind dass wohl, wir das weitere klären. Die sagen, das sind Nachbarjungen. Die haben die Wohnungstür gesehen und sind einfach rein, um zu gucken. Okay. Das wäre wohl alles. Aber, mit ihr müssen wir gleich auch noch mal los. Da brauchen wir unbedingt eine Blutentnahme. Sind Sie mit einer Blutentnahme einverstanden? Sie haben jetzt anscheinend irgendein Gift verabreicht bekommen. Ganz kurz. Die Jungs kommen da nicht in Frage für, oder? Nein, das war ein großer Mann mit einer Maske und er kam mit einem Lappen. Die Frau Scholz konnte zum Täter lediglich sagen, dass er männlich war und groß.
Und ansonsten hatte sie erstmal keine Erinnerung. Wie ist der hier denn reingekommen? Ich habe keine Ahnung. Sie wissen gar nichts. Bei Sue haben wir erstmal nichts gefunden, dass hier irgendwas beschädigt wurde, dass hier ein Einbruch stattgefunden hat. Gut, wir wissen jetzt natürlich noch nicht, ob hier irgendwas entwendet wurde. Benommen prüft die überfallene Frau, ob ihre Wertgegenstände noch da sind. Zum Erstaunen aller fehlt nichts. Doch dann macht das Opfer eine überraschende Entdeckung. Bei den Jungs habe ich momentan keinen Hinweis. Ein Lottoschein. Ein Lottoschein? Mein Lottoschein hing da. Wo? Da, an dem Magnet. Hier, an dem... War das denn irgendwas Besonderes mit dem Lottoschein? Ich weiß es nicht. Ich bin in der Tippgemeinschaft und ich habe dieses Mal noch nicht geguckt. Ja. Das ist erstmal ungewöhnlich, dass gerade so ein Lottoschein fehlt. Der kann ja auch verlegt worden sein. Der kann sich sonst wo befinden. Als Frau Scholz dann aber die Lottoquoten über ihr Handy aufrief, stellte sie fest, dass sie 150.000 Euro gewonnen hat. Ja, aber ja, er hing doch da. Er ist doch jetzt weg. Sari, wer wusste von dem Lottoschein? Das ist ja ein Ding. Also sie sagt, dass es zu zweit eine Tippgemeinschaft ist und dass sie das Original hat. Was denn? Mein Kollege, der Herr Ingo Businski, der ist mit Tipppartner. Der ist ja der Einzige, der noch von den Zahlen wusste. Und was ist das für ein Typ? Würden Sie dem das zutrauen? Ich habe nicht so viel mit ihm zu tun, er ist mein Arbeitskollege. Ja. Also ich bin sehr gespannt, auf diesen Ingo zu treffen, auf den Arbeitskollegen. Und noch gespannter bin ich, was er dazu sagt und ob er als Täter in Frage kommt. Wir geben alles so an die Kripo weiter und die Kripo wird sie dann noch mal ganz genau befragen. Okay. Und dann denke ich mal, wenn Ingo, die sich damit beschäftigen. Ingo Businski heißt der? Und alles weitere fahren lassen. Ja, willst du das schon mal weitergeben? Ja, ja. Wissen Sie, wo der wohnt? Kommissar Markus Fricke veranlasst, dass eine Streife zur Wohnung des Arbeitskollegen fährt, um den Verdächtigen zu befragen. Das Einbruchsopfer bringen die Beamten erst zur Untersuchung in eine Klinik und danach zur Wache. Geht das? Ja? Geht das auch mit dem Anschnallen oder sollen wir das für Sie machen? Nein, geht. Geht alles? Gut, machen wir so. Okay. Egon für 1325. Die Spusi wird jetzt noch mal mit der Frau Scholz oder in Absprache mit ihr die Wohnung betreten. Und sie werden dort nach daktyloskopischen Spuren suchen oder schauen, ob sie DNA-Material finden, was nicht von Frau Scholz stammt. Auf der Hauptwache Duisburg-Nord übergeben die Streifenpolizisten den Fall an die Kriminaloberkommissare Linus Haje und Katharina Clemens. Und wir mussten die Tür aufmachen. Ja. Wir hatten da keinen Schlüssel oder irgendwas. Ja. Und dann sagte sie auch, dass sie wohl von einem unbekannten Täter, sie konnte ihn nicht erkennen, der war maskiert, dass sie von dem betäubt wurde. Von einem? Ja, von einem Täter. Okay. Oh Gott, wer ist das denn? Was ist da denn los? Weiß ich nicht. Was soll das? Kommen Sie mal weg. Der aggressive Mann ist der Arbeitskollege des Opfers. Er hat den Lottogewinn schon gefeiert und ist stark alkoholisiert. Als er durch die Beamten von dem Diebstahl des Tippscheins und dem Verdacht gegen ihn erfuhr, rastete er aus. Als Alibi gibt er an, er sei zur Tatzeit einkaufen gewesen. Okay, das ist jetzt der Kassenbon. Die Kollegin von der Schupo brachte den Kassenbon, den man bei dem Ingo Businski gefunden hatte. Aufgrund dessen hatte ich die Kollegin dann gebeten, diesen noch mal zu überprüfen, um eventuell herauszufinden, was zur Tatzeit wirklich da an Fakt herauszufinden ist. Ich möchte gerne wissen, wo Sie heute Vormittag gewesen sind. Ich habe dem Eierkopf da doch den Zettel gegeben. Ich war ein bisschen was kaufen. Wir haben ein paar Chips gekauft. Eine Flasche Schnaps vielleicht. Wann waren Sie denn zuletzt bei Frau Scholz zu Hause? Da weiß ich nicht, war ich bei der Rolle, weil die spielt mit mir jetzt ein bisschen. Aber ich muss ja mit der jetzt nicht da Händchen halten. Gut, dann gebe ich Ihnen mal ein Stichwort, vielleicht fällt Ihnen ja was dazu ein. Ich sag mal das Stichwort Lottoschein. Sie haben eine Tippgemeinschaft mit Frau Scholz. Gibt es da noch irgendwas Besonderes, was Sie mir dazu sagen können? Weil ich habe auch eine Tippgemeinschaft, da gibt es aber nichts Besonderes zu sagen. Nee, also die hat vorher mit ihrer Freundin gemacht. Wer soll sonst davon noch gewusst haben? Ich kann mir keinen sonst vorstellen. Haben Sie sonst noch irgendwem davon erzählt? Nein.
Man kann nie sagen, wie lange es dauert, ein Verbrechen aufzuklären, da jedes Verbrechen anders ist. Andere Handlungen, andere Charaktere, andere Menschen, andere Sachverhalte. Ich habe dort angerufen in dem Laden, ja, und die haben mir die Kassiererin sogar direkt ans Telefon geholt. Ja, das ist ja gut. Und zwar dieser Ingo Bosinski, der ist da wohl Stammkunde. Ich habe mir den auch beschreiben lassen. Sie sagte auch, der hat so markante Ohrringe, ist groß, lichtes Haar, hat Alkohol gekauft. Okay. Also wie gesagt, der kauft da öfter ein. Mhm. Und sie kennt ihn vom Sehen und hat ihn super beschrieben. Also stimmt alles. Na super. Ich lasse das mal hier. Bitteschön. Okay, also hat der jetzt schon mal ein Alibi. Viel Erfolg noch. Tschüss. Ich danke dir, ja. Ich war jetzt nicht überrascht, als die Kollegin das Alibi von Herrn Bosinski bestätigt hat, weil es ja doch laut dem Kassenbon sich so darstellte, dass er zur Tatzeit wirklich dort eingekauft hatte. Frau Scholz, ich lasse Sie mal einen ganz kleinen Moment alleine, ja? Ich bin gleich wieder da. Linus? Ja. Kann ich nicht mal einen Moment sprechen? Er ist noch nicht so ganz entspannt, aber das kriegt Bibi. Pass auf, die haben das jetzt überprüft mit dem Kassenbon. Ja, und die Kassiererin war jetzt direkt am Telefon und hat das bestätigt, dass er da war und auch Alkohol gekauft hat. Also er hat ein Alibi, das ist wasserdicht, er kann es nicht gewesen sein. Den kannst du jetzt wieder nach Hause schicken. Ne, verarzte ihn eben und dann soll er ganz schnell, ziemlich ruhig, das Haus wieder verlassen. Und dann, ja, alles klar. Okay. Danke dir. Ja, im ersten Moment sprach natürlich vieles dafür, das gebe ich gerne zu. Die Statur passte von der Täterbeschreibung. Ein mögliches Motiv ist natürlich bei der Geldsumme, um die es ging, auch da. Aber nichtsdestotrotz müssen wir natürlich erstmal abwarten. Wie man sieht, gibt es in jedem Fall wieder Wendungen, die man nicht vorhersehen kann. Und in diesem Fall war es auch so. Und von daher ist Herr Bosinski dann erstmal von uns entlassen worden. Gut, Linus, ich habe jetzt die Bankverbindung. Ich habe jetzt eben eine Abfrage gestartet. Die Kollegen sagen eben gleich Bescheid, ja? Okay. Zu wem diese Kontoverbindung gehört. Auf diese Bankverbindung wurde der Lottogewinn ausbezahlt, nachdem jemand den Tippschein zuvor in einer Annahmestelle eingelöst hat. Kommissarin Clemens hat einen Kollegen gebeten, den Inhaber des Kontos zu ermitteln, denn das ist vermutlich der Einbrecher. Kennen Sie einen Herrn Patrick Schäfer? Ich wüsste nicht, dass ich jemanden mit so einem Namen kennengelernt habe. Als ich den Namen Patrick Schäfer ins Gespräch brachte bei Frau Scholz, wusste sie überhaupt nicht, um wen es geht. Sie kannte den Namen nicht und auch wieder auf nochmals Fragen verneinte sie, dass sie den Herrn Schäfer kannte. Ja, das ist einmal die Friedrich-Wilhelm-Straße 11. Moment. Da wohnt meine ehemalige beste Freundin Manuela. Oh Gott, jetzt dämmert's mir. Okay. Wir haben vor Jahren auch eine Tippgemeinschaft gehabt. Sie muss die Zahlen noch wissen. Wir haben uns verstritten, weil ich nie so viel Zeit für sie hatte. Wie heißt die Dame? Manuela. Warten Sie, ich habe ein Foto. Manuela Zoller. Es ist natürlich schon so, dass aufgrund des bisherigen Kenntnisstandes der Herr Schäfer zumindest in einem vagen Tatverdacht steht, was bedeutet, dass wir dem auf jeden Fall nachgehen müssen. Und die wohnt da, ja? Ja. Die ehemalige Freundin des Opfers und der Täter scheinen in irgendeinem Zusammenhang zu stehen. Über die Einwohnermeldebehörde versucht Katharina Clemens Näheres zu ermitteln. Das ist nur diese Manuela Zoller und der Patrick Schäfer, die haben die gemeinsame Adresse auf dieser Friedrich-Wilhelm-Straße 11 in Duisburg. Also interessant wird uns für uns in dem Zusammenhang natürlich sein, wie der Herr Schäfer reagieren wird, wenn wir ihn mit den uns bekannten Umständen konfrontieren werden. Da wird er sicherlich die ein oder andere Erklärung zu liefern müssen. Und auf die sind wir jetzt schon gespannt. Dann entlassen wir Sie jetzt erstmal und Sie passen auf sich auf und gehen jetzt erstmal am besten nicht nach Hause. Nein. Ja? Prima. Gut. Ja, sehr gerne. Tschüss, Frau Scholz. Tschüss. Alles gut. Danke. Aus Vorsicht vor weiteren Übergriffen des Täters raten die Beamten der Frau, vorerst bei Bekannten unterzukommen. Dann machen sie sich gleich auf den Weg zur Adresse des Verdächtigen und seiner Partnerin. Hier betreibt der Mann auch einen Imbiss.
Es brennt in dem Laden. Ach du meine Güte. Feuer. Hallo? Hallo? Hey, hallo? Hey, hey, hallo? Sind Sie die Frau? Hey, lass mich hey. Feuer! Lass mich mal hier, hallo, sind Sie verletzt? Hören Sie mich? Sie müssen hier raus. Scheiße. Können Sie aufstehen? Ja. Hey, Hände ans Lenkrad, Hände ans Lenkrad. Ja, zunächst einmal war ich natürlich entsetzt, dass ich ihn scheinbar verloren hatte, weil ich niemanden gesehen habe. Dann das Quietschen der Reifen und das Aufrollen des Motors. Sonst war die Straße relativ ruhig und dann schießt jemand mit Highspeed auf dich zu. Da denkst du erstmal gar nicht mehr, sondern siehst erstmal zu, dass du in Sicherheit kommst. Dann konnte ich erkennen, dass es sich wohl bei dem Fahrer um den zuvor Verfolgten handelt. Ja, und dann muss man zusehen, dass man sich schützt. Beziehungsweise auch in dem Fall versucht, die Flucht zu verhindern. Raus, komm, vorsichtig raus. Vorsichtig raus. Vorsichtig raus, komm. Komm her. Und ans Dach, ans Auto, ans Auto. Beine auseinander, weiter. Mitleid ist, glaube ich, das falsche Wort. Da macht man sich in dem Moment auch keine Gedanken. In erster Linie geht es darum, diese Person dingfest zu machen, irgendeine Straftat, die ja durch diesen Menschen begangen wurde, möglicherweise aufzuklären. Und da denkt man dann in dem Moment ja nicht daran, huch, jetzt hat er eine Platzwunde oder vielleicht auch einen Nasenbeinbruch. Das blendet man aus. Verstärkung ist unterwegs, weil wir müssen niemanden haben. Verstärkung habe ich angefordert. So, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt, wir gucken mal. Sie ist auf jeden Fall, können wir sie noch befragen, ja? Ich bräuchte eben einen Sanitäter für den jungen Mann gleich. Dass Sie mal eben hinten gucken, der ist verletzt. Ja. Welcher junge Mann? Der flüchtende Täter. Dank der Kommissare hat die junge Frau nur leichte Verletzungen. Die herbeigerufene Feuerwehr kann den Brand im Imbiss rasch löschen. In der Vernehmung findet Katharina Clemens die Hintergründe des Einbruchdiebstahls heraus. Wegen des hohen Gewinns hatte sich die Verletzte geärgert, nicht mehr mit ihrer früheren Freundin Lotto zu spielen. Das bekam ihr Lebensgefährte mit und schmiedete daraufhin seinen brutalen Plan. Also normalerweise hätte Ihnen auch der Lottoschein, ja, der Gewinn zugestanden, okay? Und wo ich bei der Pizzeria am Aufräumen war, kam er nach einer Stunde und sagte zu mir, dass wir keine Geldsorgen mehr haben. Wann war das? Vor einer Stunde. Vor einer Stunde. Also Sie waren in dem Döner-Imbiss und er kam dann dahin? Ja. Okay. Und ich habe ihn gefragt, woher das Geld? Und er meinte zu mir, dass er ein neues Leben mit mir auf Mallorca anfangen möchte. Ja, also wir werden die Ermittlungen natürlich noch fortführen. Soweit ich den Kenntnisstand aktuell habe, geht es halt um diesen Lottoschein, um diese 150.000 Euro. Und der Herr Schäfer hat sich nun gedacht, Mensch, 150.000 Euro, das ist eine feine Gelegenheit, mit meiner Freundin, der Frau Zoller, das Weite zu suchen, nach Mallorca auszuwandern, was wir da alles so zu hören gekriegt haben. Also Grund war halt das Geld, rein das Geld. Der Laden ist kurz vor der Insolvenz. Ach, das auch noch. Der hatte vor ein paar Wochen erwähnt gehabt, dass im Brandfall, dass er viel Geld von der Versicherung kassieren würde. Ich habe gedacht, ich hätte ihm das ausgeredet, aber... Also wollte er von der Versicherung kassieren und parallel dazu hat er den Gewinn noch gestohlen. Genau. Mhm. Gut. Wie hat er denn das Feuer gelegt? Der hat einen Benzinkanister rumgeschüttelt. Okay. Mhm. Wir kennen die Charaktere der Beteiligten nicht, wir können in diese Menschen nicht reingucken. Wir wissen nicht, was hat Herrn Schäfer bewogen, auf diese Art und Weise diese Tat zu begehen, so mit seiner Freundin umzugehen, sie unter Druck zu setzen. Und wenn sie dann sagt, nee, das möchte ich nicht, da mache ich nicht mit, dass er dann trotzdem sein Ding, sag ich jetzt mal, auf diese Art und Weise durchzieht. Da kann man nicht reingucken, das sind zwischenmenschliche Geschichten, die wir noch beleuchten müssen und hoffentlich dann irgendwann verstehen, wie ein Mensch so handeln konnte. Machen Sie sich jetzt erstmal keine Sorgen, lassen Sie sich von den... Und dann werden wir noch mal auf Sie zukommen, ja? Erstmal alles Gute, ja? Kommissarin Clemens konfrontiert den Täter mit der Aussage seiner Freundin. Der Mann ist geständig und wird von den Beamten gleich zur Vernehmung auf die Wache verbracht. Dass Sie damit sich und vor allen Dingen Ihre Freundin in Gefahr bringen, das wissen Sie aber vorher schon, oder? Sie hätte doch einfach mitkommen können. Ja, so einfach ja ist aber das ja ist doch nicht. Kein Grund. Ihre Freundin hat eine Platzwunde.
und muss jetzt mit dem RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Das ist doch keine Art und Weise, oder? Man kann doch niemanden zwingen. Und vor allem, wieso bedienen Sie sich an dem Geld von jemandem anderen? Ich habe das Geld gebraucht. Sie haben das Geld gebraucht? Ich habe das Geld gebraucht. Aber das ist doch kein Grund, irgendwo einzubrechen und zu klauen. Für Sie nicht. Für Sie auch nicht, Herr Schäfer. Geld ist nicht alles. Das wird aber für Sie jetzt extreme Konsequenzen haben. Das ist Ihnen ja klar. Aber Sie sind ja jetzt schon geständig und dementsprechend wird sich das alles weiterentwickeln. Das zu erwartende Strafmaß ist im Moment für uns noch nicht absehbar. Es ist eine Aneinanderkettung diverser Straftaten. Das wird im Endeffekt natürlich Staatsanwalt und Gericht entscheiden. Unsere weiteren Ermittlungen werden dazu beitragen. Und dann schauen wir am Ende, was Herrn Schäfer erwartet und was nicht. Aber ich denke, das hat sich dann erledigt mit Ihrer Beziehung. Ist ja auch klar. Den Mann erwartet wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Raub und Brandstiftung eine Freiheitsstrafe. Seine Lebensgefährtin wird nicht belangt. Ihr tut es unendlich leid, was ihr Ex ihrer früheren besten Freundin angetan hat, und sie entschuldigt sich aufrichtig. Die Lottogewinnerin bekommt zudem endlich das ihr zustehende Geld.